gerade in Berlin angekommen, weil. Ja, weil, also nicht nur ich, sondern. Man hat sich gesehen, der Herr davon auch. Wir fahren jetzt gerade noch zu meinem Netzwerk und danach geht's zu meiner Pre-Launch, weil wir da so ein bisschen. Ach, ich zeig's euch später einfach, ich kann's nicht erklären. Jedenfalls fahren wir jetzt zu meinem Netzwerk, weil ich da noch jetzt kurz einen Termin habe und danach geht's ins Hotel. Und danach gehen wir in so ein süßes Café, da habe ich so ein paar YouTube-Freunde eingeladen, wegen dem Launch meiner Handcreme, der ja am Sonntag ist. Nicht mehr am Montag, sondern am Sonntag. In dieses Café. Never Ending Love Story heißt es, glaube ich. Da ist dieser Pre-Launch. Ja. Nein, nein, das ist von der anderen Welt. Jedenfalls kommen da dann so ein paar Freunde von mir hin und das ist so ein voll süßer kleiner Laden, der eigentlich Pancakes macht. Und der ist so voll schön. Ich denke mal, da gibt es Pancakes, ja. Der ist so voll süß und rosa und ich zeige euch das später sowieso alles nochmal. Jedenfalls sind wir jetzt gerade schon in der U-Bahn. Wir sind gerade 3,5 Stunden mit dem Zug gefahren. Was ist das? Ein anderer Zug. Toll. Warte. Oh, jetzt ist es spät. Was ist denn das? Gut. Die Spray. Und ich habe heute mal wieder die andere Kamera genommen, weil ich irgendwie Lust darauf hatte, ich weiß auch nicht. Irgendwie ging mir dieses Weitwinkel auf Dauer so ein bisschen auf den Keks und jetzt habe ich gedacht, ich tausche einfach mal so, wie ich Bock habe. Und jetzt habe ich heute die mit. Und ich habe mein Stativ vergessen, das ist mir so dumm. So, wir sind jetzt im Hotel. Wir waren gerade schon bei dem Termin. Ich hasse sowas zu sagen. Ein Termin. Und ja. Wir sind gerade angekommen. Wo ist meine Tasche? Und ich habe von der Glow eine süße Karte bekommen. Schaut mal, voll putzig. Und hier hinten steht, wir freuen uns auf dich. Und dann haben die noch drei Produkte dazugelegt und das zweite hat sich schon jemand geklaut. Echt, das brauchst du nicht. Nee, das dritte. Und ja, wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr, 14.45 Uhr. Okay, und ich glaube, willst du jetzt noch was essen? Bleh. Nein, das ist Pancakes. Okay, gut, dann mache ich mich jetzt fertig für später. Was machst du? Wir sind so direkt an der Hauptstraße. Mache mich jetzt noch fertig und dann werdet ihr später sehen, was ich noch mache. Ein Honig. Nein, wird kein, Ich mach raus, ist wichtig. Was denn? Ich hab kein Ding, ist kein Reisepass mehr. Ich habe gerade bei Facebook eine Werbung gesehen. Wartet. Hier. Fokussier doch. Mit Hashtag einhorny. Ist das deren Ernst? Was das benutzt du jetzt als? Was machst du da? Achso, das kannst du so zwischenschneiden. Weißt du von den beiden Eltern? Ach, das ist doch klar. Ja, gleichzeitig. Dankeschön. Oh, süß. Soll ich den Film dabei? Du weißt es jetzt aber nicht ab, oder? Warte kurz. Das ist so ein Achso, das filmt schon die ganze Zeit. Ich schwöre, ihr seid solche scheiß YouTuber. Ich meinte das ernst mit dem Abbeißen. Ach man. Ja. Ey, ist
Ich schipp das. Oh, das ist so anstrengend. Ich war 10 Minuten. Julia sitzt da hinten und chillt und blockt mal wieder nicht, deshalb übernehme ich das mal wieder für sie. Aber ansonsten macht sie auch nichts. Und sie hat ihren Smoothie hier stehen lassen. Hat sie auch noch nicht getrunken. Ich habe jetzt etwas Leckeres zu essen hier. Hier gibt es voll die süßen Sachen. Schaut mal. Weil wir haben uns gerade ein Taxi bestellt und da stand die Limo dort. Guck ich eure Snaps, wie seid in der Limo? Ich so, okay. Geht's jetzt mal hinten in die Toilette? Ja, das ist stylisch. Das ist der Trend jetzt. Ich mache einen neuen Trend, auch Jungs dürfen das. Okay. Du hast einen Freund, ne? Du ziehst deinen Freund auch an. Das ist clever. Ja. Jonas? Ja, nein? Das ist Jonas, da! Ich glaube, ich soll herum. Des Tages. Was ist der Tipp des Tages? Apfelsaft trinken, okay. In das Restaurant gehen. Das ist voll süß hier. Wir zeigen das jetzt mal so von außen. Hast du schon... Oh, wo ist dein Plakat? Wo ist es hin? Ich wollte noch ein Foto damit machen. Ist eingerollt. Echt jetzt? Oder? Ja, guck mal, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier stand einfach so ein monströs großes Plakat, wo ich drauf bin. Ich habe mich selbst voll erschrocken, als ich hier reingekommen bin. Das ist voll schwer. Aber voll heftig. Ja, ist echt voll geil. Ich kam so um die Ecke und dachte so, wo ist das Café? Ach, da. Da ist ja Julias Kopf, kann ja nur da sein. Ja. Deine Lache so. Ja, wir stehen jetzt gerade draußen, weil uns voll warm war drin. Ich kann mich doch nicht einfach so rein. Und da kommt die Anna. Hallo. Ist das dein Vlog? Oder ist das... Nee, ist meiner. Nee, das hier ist mein Vlog. Ah, okay. Hallo. Können wir auch gleich nochmal was machen? Achso, es geht noch gar nicht. Meine Mascara. Sollte ich mir nicht Vlog fehlen. Das mache ich jetzt. So, wir stehen gerade draußen, weil es schon so warm ist. Und wie man sieht, ich habe schon so richtig rote Wangen. Es ist einfach übelst warm da drin, aber es ist richtig, richtig süß hier. Und jetzt erzählt, lässt du einfach meine Stimme sprechen. Und ich habe gerade die Handcreme ausprobiert, mega geil, die nach Baumwolle. Ja? Leute. Baumwolle. Ja. Nee, ich halte das nur so. Wie sieht man das auch nicht? Bei mir ist immer so ein Rekordzeug. Mir ist auch ein Rekordzeug. Aber es ist voll klein, das sieht man immer gar nicht sofort. Hallo, jeder muss so halten, weißt du? Und da ist wieder Jana. Leute, kaufen. Und wir sind hier noch in diesem Café. Ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Aber hier sind jetzt noch die ganzen Leute da. Ich hoffe, die haben kein Problem damit, dass ich sie filme. Aber es ist einfach voll süß hier. Und die haben alle so voll das coole Essen. Da. Ja. Und hier meine Handcremes. Voll krass. Das ist alles so süß aufgemacht hier. Ist einfach richtig süß. Und selbst toll. Voll begeistert. Ja, schau mal. Ich finde das echt krass. Ja, es ist mega. Ja. Es passt halt auch einfach alles so cool. Ja. Und da hinten, ach, das sind gar nicht mehr so viele, aber hier sind die ganzen Boxen, die wir extra so für meine ganzen Freunde und so für die YouTuber bestellt haben. Und ich mache mal eine auf. So. Tada! Voll süß. Und da sind dann die drei Handcremes drin mit so ein bisschen Füllzeug. Das habe ich auch alles selber ausgesucht. Voll süß. Gefällt mir voll gut. Ich lasse es einfach so, ich schaff's nicht. Das muss euch holen, das müsst ihr auch holen. Das ist das Zweitgeilste. Ne? Und das ist auch nicht schlecht, das ist auch das Zweitgeilste. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Hey, du musst dein Beauty-Hall weitermachen. Fluff, okay. Ich dachte so, was? Okay, hallo meine Lieben, ich finde Cotton Fluff ganz toll. Aber am besten von all diesen Marken, die mir Julia ganz gratis zugeschickt hat.
habe ich mir alles selber geworden, das war kein Product Placement. Finde ich persönlich Eis die Vanille am geilsten. Und warum? Ich mag den Geruch, es riecht so, ich weiß nicht, weiblich? So, weiblich und weh, es riecht so nach Sommer, ich weiß nicht, ich finde das voll erfrischend. Nach Sommer? Ja, ich weiß nicht, ich finde, ja okay, man würde sagen, dass das hier mehr nach Sommer riecht als Tasty Peach. Hey, Vanille nach Sommer? Tasty. Ja, Vanille riecht voll nach Winter und das riecht was? Also voll, was? Ja. Nein. Ja, da hat kein Geruch, Leute. Wir haben keinen Geruch? Ja, ihr habt keinen Geruchssinn, das ist, okay. Glaub mir, Vanille ist am besten. Du hast keinen Geruch, Junge. Du hast keinen, Junge, macht das überhaupt irgendwas? Okay, Moment, warte, wir sind ein Special Guest. Oh, die hat. Er hat gerade voll geträumt. Oh no. Was ist das? Wir sind alle. Zu den Real Beauty Bloggern. Warte, ich. Du bist ganz rangezoomt. Möchtest du was sagen? Willst du irgendwas sagen? Möchtest du irgendwas sagen? Du bist gerade komplett rangezoomt. Willst du irgendwas sagen? Nicht so an so. Ich hab gerade eine Fanpage. Echt jetzt? Was? Alex Fan, er hat eine Fanpage. Nie im Leben. Sau. Was? Krass, warum? Wie geil. Juli, ich muss was sagen. Wie geil, was ist das denn? Ich kann nicht, no. Hä, das geht nicht. Hä, krass. Wer ist dein Foto? Mein Freund hat eine Fanpage. What the fuck? Aber hast du schon mal ein Foto dann mit ihm gepostet? Nee, das ist von seinem Instagram. Warte mal, wann hast du das eigentlich öffentlich gemacht? Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass du einen Freund hast die ganze Zeit. Hab ich irgendwie verpennt. Jetzt, ich, nicht, weil ich jetzt nicht deine Videos anschaue, ich hab's einfach verpennt irgendwie. Aber du guckst die doch auch nicht, oder? Doch. Also einige schaue ich doch. Okay, nein. Okay, Leute, wir haben jetzt, glaube ich, 23 Uhr. Ich bin hier mit Maggie. Und Alex und Nils kommt gleich wieder, der ist gerade duschen und unser Essen ist gerade angekommen. Endlich mal. Ja. Und wir haben, wie man wahrscheinlich erkennen kann, Sushi bestellt. Und Frühlingsrollen. Und Curry. Ja, und irgendwas anderes hat Alex, weil er kein Sushi mag. Oh Mensch. Okay, guten Appetit. Danke. Blöd, oder ist das?